สวัสดีครับยินดีมากๆเลยที่เข้ามาชมรายการของผมรูดี้ครับ Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Beitrag zu den Pseudoclustern im Thai. Selbst wenn du nichts mit der Thai-Sprache zu tun hast, aber bereits mal in Thailand gewesen bist, dann kennst du bestimmt die zwei Begriffe Sawadi und Sabaidi, beziehungsweise die Wörter Sawad und Sabai. Und hier drin sind eben sogenannte Pseudocluster enthalten. Wenn du dich also mehr für die Thai-Sprache interessierst, dann bleib doch bitte dran und vielleicht kannst du mir zum Schluss dieses Videos sogar etwas weiterhelfen. Ganz kurz nochmal ein Pseudocluster im Thai. Es gibt ja Cluster und Pseudocluster, die werden in den Kursen behandelt. Aber hier geht es jetzt mal um Pseudocluster. Wir haben also hier eine Beispielsilbe auf Thailändisch geschrieben. In grün ein B, in grau ein langes A und in blau ein I. Beziehungsweise auf Deutsch würden wir sagen ein Y. Diese drei Buchstaben B, A plus I werden gelesen als bei, bei, bei. Hier nochmal farblich dargestellt. Eine ganz simple Silbe auf Thai. Wenn wir dieser Silbe bei jetzt noch einen weiteren Konsonanten vorne ranstellen, dann ergibt sich daraus eben ein sogenanntes Cluster. Nämlich hier zum Beispiel mit einem S vorne dran. Wir würden dann instinktiv lesen wollen Spy, Spy, Spy. Aber in Thai wird das nicht so gesprochen, da S und B nicht als Cluster ausgesprochen werden können. Weshalb das so ist, findest du ebenfalls in den Kursen von Online Thai. Nun gut, es handelt sich nicht um ein Cluster, aber eben um ein Pseudocluster. Das heißt, es wird gesprochen als S, Sabai, Sab, Sab, mit kurzem Lufteinschluss zwischen den zwei Konsonanten S und B. Also nicht sb, sondern sb, sb. Gesprochen als sabai, sabai. Deshalb hier mit klein gedrucktem a dargestellt in schwarz. Sabai, sabai. Also im Grunde in Thai-Schrift gelesen als sabai, sabai. Ja, es handelt sich also bei dem Zusammenschluss der zwei Konsonanten hier in blau eingerahmt S und B um eine Konsonantenkombination, ein sogenanntes Cluster, welches eben als Pseudocluster, so ist einfach dieser Begriff, ausgesprochen wird, nämlich SB, gefolgt von I, SABAI, SABAI. Gut, das ist also die grundsätzliche Regel der Aussprache bei Pseudoclustern. Hierzu einige Wortbeispiele. Wir kennen also bereits sabai, sabai, wobei das hier blau gedruckte Konsonantenpaar als Cluster fungiert für die Silbe bai, sabai, sabai. Wie gesagt, gelesen als sabai oder in Thai-Schrift sabai. Die Übersetzung dieses Begriffs ist gut, gut gehen, angenehm, behaglich, sich wohlfühlen. Sabai, sabai, ein Wort, welches im Thai sehr, sehr oft verwendet wird. Wir fragen mit diesem Wort auch nach der Befindlichkeit einer anderen Person, indem wir fragen, sabai di mai, ist dein Wohlbefinden gut? Als Frage. Und die Antwort, wenn es uns dann gut geht, wäre sabai di. Uns geht es gut, mir geht's gut. Sabai. Gut, somit das Cluster Sabai mal abgehakt. Und genauso funktioniert es eben auch mit anderen Begriffen. Zum Beispiel hier haben wir Tahan. Wir haben also in blau nochmal das Pseudocluster. Ta Tahan und Hohib, also T und H. Und wie wir jetzt in der Umschrift sehen, eben hier in schwarz gedruckt T, T, nicht T, T, sondern T, H mit kleinem Lufteinschluss. Tahan, auf Thai-Umschrift so geschrieben. Wir lesen es also Tahan, Tahan, die Bedeutung dieses Wortes, der Soldat.
Und dann hier Sawadee. Sawadee, auch hier ein Pseudokluster, S und W, beziehungsweise das deutsche W, aber eben nicht W, sondern W, W, also zwischen U und W gesprochen. W, S, W, S, W, S, W. Und nicht Su, Su, sondern Pseudokluster, also mit einem Lufteinschluss ausgesprochen, S, W, S, W. In deutscher Umschrift, S, W, die Sawadi, Sawadi bedeutet, so nochmal hier die Teilschrift, Sawadi bedeutet Hallo, guten Tag oder auch auf Wiedersehen. Sawadi. Also das die zwei Begriffe, die wir eben sehr oft hören im Thai, selbst wenn wir uns nicht mit der Thai-Sprache beschäftigen. Sawadee krab oder für Damen Sawadee ka. Und Sabaydi, Sabaydi mai und so weiter. Sawadee, Sabaydi. Diese zwei Pseudokluster-Ausdrücke, welche wir hier jetzt bereits behandelt haben. Gibt weitere Beispiele, zum Beispiel Chalong, Chalong, wobei Ch und L ein Pseudokluster bilden und nicht chl, chlong, nicht chlong gelesen, sondern eben mit Lufteinschluss. Chalong, chalong, chalong. Deutsche Umschrift so, chalong. Oder Thai-Umschrift, chalong. Und die Übersetzung feiern. Wir feiern ein Fest zusammen. Chalong oder eine Party. Chalong Party. Und ein letztes Beispiel eines Pseudoclusters, wie wir es im Thai kennen, the Lord, the Lord. Wir haben hier also da Dao und la ling, beziehungsweise ein unbehauchtes t und ein l zusammen als nicht dl, dl, sondern dl, dl, dl. The Lord, the Lord. Deutsche Umschrift also the Lord, the Lord, the Lord. Und thailändische Umschrift the Lord. Lord. Die Übersetzung ist immer oder auch die ganze Zeit, je nach Begriff, mit welchem es vorkommt. The Lord, the Lord, voila, die ganze Zeit. The Lord, immer. The Lord. Gut, also diese Cluster, die hier in hellblau abgedruckt sind, innerhalb dieser Wörter, die sogenannten Pseudocluster, sind allesamt mit einem Lufteinschluss ausgesprochen. Also nochmal von oben die fünf Begriffe. Sabai, Sabai, Tahan, Tahan, Sawadee, Sawadee, Chalong, Chalong und The Lord, The Lord. Was auffällt, ist, dass dieser Lufteinschluss zwischen dem ersten und dem zweiten Konsonanten innerhalb des Clusters bzw. eben Pseudoclusters immer als ganz, ganz kurzes A ausgesprochen wird. Also wie ein kurzes A. A, 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 A. Und meine Frage an die Community ist jetzt die folgende. Es gibt im Thai den Begriff Pakati, Pakati, wie wir hier abgedruckt sehen. Auch hier befindet sich ein Pseudokluster zu Beginn dieses Ausdrucks, nämlich ein unbehauchtes P und ein unbehauchtes K. Pakati, Pakati, Pakati. Also in Umschrift auf Deutsch für diesen Ausdruck. Pakati, Pakati, Pakati. Wiederum mit dem A. Lufteinschluss. Umschrift auf Thailändisch. Pakati, Pakati, Pakati. Pakati, Pakati bedeutet normal, normalerweise. Ein Wort, welches wir sehr oft auch im Thai verwenden. Pakati. Nun, das Lustige oder Interessante an dieser Silbe ist, dass es eben nicht nur als Pakati, sondern auch als Pokati, Pokati gesprochen werden kann, beziehungsweise Thai-Umschrift Pokati. Die Übersetzung natürlich auch normal. Also wir hören Pakati oder
Bocadillo. Aber es ist dies, wenn ich es mir jetzt so durch den Kopf gehen lasse, die einzige Silbe bzw. das einzige Wort, was mir gerade in den Sinn kommt, welches so funktioniert mit zwei möglichen Aussprachevarianten. Bacati und Bocati, welche gleichbedeutend verwendet werden können. Und meine Frage hierzu ist es jetzt, ob jemand von euch vielleicht ein Pseudocluster-Beispiel kennt, welches sowohl mit einem kurzen O als auch mit einem kurzen A innerhalb des Clusters ausgesprochen werden kann. Falls dies so ist, dann würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar mit diesem Begriff, denn es ist mir wirklich sehr unklar, ob es hiervon weitere Beispiele gibt. Bacati, Bocati. Also wenn wir zurückgehen bei den anderen Pseudoclustern, die wir behandelt haben, zum Beispiel oben rechts hier auf dem Bildschirm eingeblendet noch, Sabai, Sabai, wir können nicht sagen Sobai, Sobai oder Sowati, Sowati, sondern Sabai und Sawati. Aber eben Bacati oder Bocati, beides möglich. Falls ihr hiervon weitere Beispiele kennt, würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar. Ansonsten, wenn du Thailändisch lesen und schreiben lernen möchtest, beziehungsweise die Feinheiten der thailändischen Schrift kennenlernen möchtest, empfehle ich dir natürlich die Kurse von onlinethai.com. Zuallererst mal Thai Grundlagen A1, also Thailändisch leben, lesen und schreiben, die Grundlagen. Dann der Kurs Thai Kurs A1. Die Vertiefung der Teilschrift und die wichtigsten Alltagsanwendungen, immer natürlich basierend auf der Teilschrift und neuerdings jetzt auch für etwas fortgeschrittene Teilkurs A2, wo du eben vertiefte Inhalte und Abwandlungen der thailändischen Sprache kennenlernst. Khaw khum mak krap thi khaw ma rian phasa thai prom gap achan lodi krap lao ko wang wa เราจะได้มีโอกาสที่จะเจอกันในบทเรียนแท้จริงโชคดีครับสวัสดีครับ